Hallo und herzlich willkommen hier zu einem kurzen Video zu New World. Und zwar reden wir heute über das Thema Performance. Viele Leute haben sich darüber beschwert, generell bei mir oder auch allgemein in Foren auf Twitter und so weiter, dass die Performance von dem Spiel zu wünschen übrig lässt auf deren System. Heute in diesem Video werde ich kurz zeigen, was du tun kannst, um unter Umständen deine Performance ein bisschen zu steigern und natürlich auch dafür zu sorgen, dass du selbst in Städten, wo ein bisschen mehr los ist, mit etwas mehr FPS rumlaufen kannst, um so ein flüssigeres Bild zu bekommen. Fangen wir doch kurz damit an, welche Grafikeinstellungen du den Ingame ändern kannst. Ich hatte es schon mal in einem vorangegangenen Video erwähnt, die Grafikeinstellung Terra-Details. Diese Grafikeinstellung solltest du so niedrig wie möglich halt einstellen, am besten auf ganz niedrig, weil es tut einerseits die Reichweite, wie weit Gräser und Blätter und sowas gerendert werden, verringern. Deutlich, was natürlich dazu führt, dass deine Grafikkarte nicht mehr so viel vorausrendern muss, was natürlich zu einer besseren Performance führt. Dadurch wird auch der Boden oder die Erde sieht dann nicht mehr ganz so schön aus, aber bei dem ganzen Gras und so weiter, was da überall wächst, fällt dir das ja noch nicht mal wirklich auf. Also wenn du damit leben kannst, ist das auf jeden Fall eine Einstellung, die du runterdrehen kannst. Grundsätzlich für alle, die jetzt keinen großartig guten PC haben, ihr könnt das Spiel grundsätzlich auf hoch anstatt auf sehr hoch spielen. Das Spiel sieht trotzdem noch sehr, sehr gut aus und es spart euch einiges an Performance, was ihr sonst benötigen würdet. Aber wenn ihr eine Einstellung speziell ganz runtersetzen wollt, Terra-Details würde ich runtersetzen. Nach den Terra-Details kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, dass ihr euch ein FPS-Cap reinmacht von 60. Das reicht für New World völlig aus, schont euer System. Gerade bei Leute unter euch, die vielleicht eine 3090 oder eine 3080 haben, bei den letzten Vorkommnissen würde ich es grundsätzlich empfehlen, cap die FPS auf 60, schont euer System, reduziert Hitzeentwicklung, ganz klassische Sache. Ich finde, New World braucht nicht mehr als 60 FPS, das ist meine Meinung. Dann gibt es noch die Möglichkeit, eine dynamische Auflösung anzumachen. Durch diese dynamische Auflösung hast du natürlich die Möglichkeit, dass das Spiel die Auflösung etwas runtersetzt, wodurch das Bild zwar vielleicht manchmal ein bisschen unscharf werden kann, du aber deine Ziel-FPS permanent hältst oder zumindest so lange wie möglich. Eine sehr wichtige Einstellung, gerade für Leute, die beispielsweise jetzt, sagen wir mal, ein sehr, sehr altes System haben und trotzdem aktiv New World richtig spielen wollen, ist das eigentlich eine gute Alternative. Auf jeden Fall anmachen, falls ihr ein recht altes und schwaches System habt. Auch noch eine Einstellung, die wichtig ist, die Namensschilder, die angezeigt werden. Vor allem in Städten ist das sehr bemerkbar. Ich glaube, das ist Standard auf 30 oder 40 eingestellt. Ich würde das Ganze ganz runtersetzen. Ich habe ein System, das das locker packt, setze es aber trotzdem runter, weil es auch einfach übersichtlicher ist. Du musst nicht ständig sehen, wer da vor dir rumrennt, sondern es reicht ja, dass du siehst, wer da vor dir rumrennt. Und bei zwei Schildern siehst du ja trotzdem genau die, auf die du guckst, wenn du die sehen möchtest. Und ich finde, das reicht völlig aus. Wenn ihr natürlich mal mit eurer Gruppe unterwegs seid und ihr macht PvP, kannst du ja so viele Namensschilder anmachen, wie du halt in deiner Gruppe hast, damit du immer deine Mates dann siehst, wenn du zu denen hinguckst. Aber mehr würde ich da nicht machen. So, das waren jetzt die Einstellungen, die in-game funktionieren. Natürlich gibt es neben den in-game-Einstellungen auch noch eine kleine Einstellung, die du machen kannst in Windows. Es gäbe viele Einstellungen, aber wir gehen jetzt mal nur auf diese eine noch ein, sonst würde sich das Video nämlich ins Unendliche ziehen. Und zwar gibt es eine Möglichkeit in Windows, die hardwarebeschleunigte GPU-Planung. Dazu gibst du einfach mal drückst Windows-Taste, gibst Graph, da müsste eigentlich schon kommen, Grafikeinstellungen öffnest du. Schon mal vorab, um das zu haben, solltest du eine recht aktuelle Version von Windows 10 besitzen. Und dann gehst du auf hardwarebeschleunigte GPU-Planung, machst das an und variable Aktualisierungsrate und machst das auch an. Das sorgt im Grunde genommen, wie auch schon dabei steht, dafür verbessert die Wartezeit und Leistung. Das bedeutet, die Latenz zwischen dem, was du tust und das, was ankommt, wird verkürzt und die Leistung an sich wird verbessert durch eine hardwarebeschleunigte GPU-Planung. Die variable Aktualisierungsrate sorgt dafür, dass du immer die möglichst höchste Bildwiederholrate hast, um sogenanntes Screen-Tearing in Spielen zu reduzieren. Das ist quasi, mal angenommen, du hast einen 240-Hertz-Bildschirm, dein Spiel läuft aber nur auf 60 Hertz. Kann es sein, dass du sogenanntes Screen-Tearing bekommst, das oder
meistens ist es eher umgekehrt. Du hast einen PC, der zum Beispiel nur 60 Hertz unterstützt, aber du hast 300 FPS, dann kann es sein, dass du manchmal zum Beispiel siehst, dass der obere Teil vom Bildschirm schon ein Stück weiter nach rechts läuft und der untere Teil nachzieht. Das ist Screen Tearing, das kann passieren. Das reduziert das. So, ich habe, wie ich schon gesagt habe, das ist nur ein kurzes Video. Ich möchte einfach nur mit der Performance helfen. Wenn dir das natürlich geholfen hat, in irgendeiner Form, du dadurch jetzt ein besseres Erlebnis hast, würde es mich sehr unterstützen, wenn du natürlich einen Daumen nach oben da lässt, mich abonnierst, gerne mal auf Trovo vorbeischaust, einen Kommentar da lässt oder die Glocke aktivierst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wo du gerade bist. Und wenn du das hier siehst, bleib bärtig und bis zum nächsten Mal in dem Video oder im Livestream. Hau da rein und tschüss.